Hallo MOBA-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute soll es um diesen Unterbau gehen und wie der entstanden ist. Und ja, das würde ich euch heute in diesem Video zeigen. Der Unterbau an sich ist wirklich nur der Rahmen. Also auf diesen Unterbau werden dann später die Segmentkästen kommen. Das heißt, dieser Unterbau hier wird keinerlei Modellbahn beinhalten. Ne? Das heißt, wenn ich diese Segmente irgendwann wegnehme oder wegnehmen wollen würde oder eine Ausstellung bringen oder verkaufen oder was weiß ich ja, wäre das unberührt von diesem Unterbau. Dieser Unterbau ist rein im Zimmer verbaut, ist auch hier knallfest, also da passiert nichts, ist komplett verschraubt und da werden die Segmente eben ihren Platz drauf finden. Dann könnt ihr verrückt werden und so weiter. Ja, wie ich den gebaut habe, das zeige ich euch heute und da fangen wir jetzt mal direkt mit an. Also viel Spaß damit. So, und hier kann man jetzt sehen, wie ich den Unterbau geplant habe. Den habe ich in der Planungssoftware direkt mit angelegt und entsprechend geplant. Und hier hat man jetzt auch mal die Stückliste. Hier fehlt allerdings noch die Einlegböden. Das seht ihr später noch im Video. Hier sind jeweils noch in den hinteren Bereichen sind noch Einlegböden reingekommen und auch in den vorderen Bereich, in den Raum reingeht, sind Einlegböden reingekommen. Ansonsten sind hier diese grün dargestellten Leisten, sind 34er Leisten Fichte und die ja so violett dargestellte sind die Füße. Das sind 54er Leisten. Das Ganze wurde mit 50er, 30er bzw. 70er Schrauben, entsprechend Holzschrauben eben verschraubt. So, und jetzt könnt ihr mal sehen, hier ist das Holz quasi einmal, das habe ich mir einmal komplett zuschneiden lassen. Und ja, hier liegt jetzt der Haufen mit dem ganzen Holz. Und das ist die Ecke, wo es hinkommt, wo vorher quasi mein Schreibtischeck stand. Hier nochmal der Blick aus der anderen Richtung eben. In diesem Bereich wird die MOBA aufgebaut. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo mein Schreibtisch hingekommen ist, ihr habt es wahrscheinlich auch schon im Video gesehen. Ja, so sieht das jetzt aus. Der eingeschaltete Bildschirm, das ist da, wo ich quasi alles dran mache. Und im linken Bereich der Bildschirm, an dem ist ein Laptop angeschlossen, da ist der Log-Programmer mit dran, das ist rein für die Modellbahn. So, hier geht es los. Habe ich den Rahmen einmal, den Unterbau einmal komplett ausgelegt, einfach auch mal um zu schauen, wie sich das Ganze anfühlen wird im Raum. Und hier nochmal von der anderen Seite und das ist perfekt, also der Platz reicht wunderbar aus, man kann sich perfekt bewegen, man ist nicht eingeengt, wunderbar. Und das ist hier so das Werkzeug, was ich benutzt habe, eben einmal diese verschiedenen Schrauben, die 70er, 50er und 30er Schrauben, Akkuschrauber ganz wichtig, Schraubzwing auch ganz wichtig, Winkelschraubzwing kann man hin und wieder auch gebrauchen, den Winkel ganz klar, Wasserwaage, Bohrer, Senker, ja, diverse Bits, also das ist so das, was ich benötigt habe. Und jetzt geht's los mit dem Bau. Hier ist ganz wichtig, also die Leisten habe ich an dem Wandbereich, habe ich die natürlich verschraubt, ja, mit der Wand. Und ganz wichtig hier Wasserwaage, klar, dass das alles schön gerade wird, weil die erste Leiste, an der orientiert sich alles andere. Und ihr seht schon, links und rechts an der Leiste habe ich so Brettchen mit Winkeln rangemacht. Dort können dann jeweils die nächste Leiste wieder aufgelegt werden und ist dann quasi genau Plan zur nächsten Leiste. Und hier die Leiste auf dem 2-Meter-Bereich, der einen Raum im Prinzip reinführt. Der war nicht im rechten Winkel, deswegen musste ich hier entsprechend noch ein bisschen unterfüttern, damit das eben ein rechter Winkel wird. Ja, hier geht es dann weiter mit den Leisten an der Wand. Und da eben auch wieder, ne? Schön Wasserwaage drauf, dass das alles passt. Und hier sieht man jetzt schon den ersten, ja, Unterbau, der in den Raum reingeht mit dem ersten Fuß. Den habe ich hier einmal aufgebaut. Hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Bereich, der Fuß bzw. die Querstrebe für den
Unterbau, der in den Raum reingeht, ist auch schon da angesetzt, ist jetzt hier fertig. Das wird dann der Übergang quasi, ne, zum Schattenbahnhof und zum Bahnhof Eubern. Und ja, jetzt geht es hier weiter rein in den Raum, also in den freistehenden Bereich. Hier habe ich natürlich die Winkelschraubzwingen sehr gut brauchen können. Und hier sieht man auch nochmal, wie ich das dann immer alles verspanne, bevor es verschraubt werden kann. Alles schön in Waage. Ja, und hier habe ich jetzt im mittleren, also in dem Bereich, der in den Raum reingeht, nochmal Einlegböden eingesetzt. Die habe ich aus 16 mm MDF. Ja, habe ich da gewählt als Material. Und hier den hinteren Boden hat man nochmal schön Ablagefläche und vor allem extreme Stabilität durch diesen Boden, der da auch nochmal mit verschraubt ist. Dann habe ich hier noch außen Leisten dran gemacht, ganz unten und ja, auf der Höhe des Bodens. Da wird dann später auch der Hintergrund dran festgeschraubt. Das wird ja quasi wie eine Art Raumteiler da noch werden. Ja, hier noch der Bereich, wo die Anlage ein bisschen breiter wird. Da habe ich eben entsprechend auf die 85 cm das Ganze noch erweitert, dass der Rahmen auch bis zum Ende schön Auflagefläche hat. Ja, jetzt geht es in der Ecke hinten noch weiter, auf der gegenüberliegenden Seite an der Wand. Und da zeige ich euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Zunächst die Leisten natürlich einmal vorbohren, die an die Wand kommen. Die anderen, also mit der Ständerbohrmaschine, die anderen habe ich so vorgebohrt. Aber hier ist es ganz wichtig, dass das Loch wirklich hundertprozentig im rechten Winkel und gerade im Holz drin ist. Deswegen bietet sich hier eine Ständerbohrmaschine perfekt an. Dann das Ganze einmal gesenkt, dass die Schraube später schön plan abschließt. Und hier wieder den Winkel ran gemacht, eben das Holzbrett mitten im Winkel, dass ich genau wieder die Auflagefläche habe, eben wo die Leiste entsprechend drauf kommt. Hier sieht man es jetzt. Und Wasserwaage natürlich wieder mit am Start. Und jetzt wird hier einmal angezeichnet, wo die Löcher entsprechend in die Wand müssen. Und mit so einem, ja, Reißstift, das ist so, ja, so ein Reißstift, habe ich das einmal angestochen, wo eben die Löcher, ja, in die Wand gebohrt werden müssen. Ja, und jetzt Schlagbohrmaschine, 8er Bohrer, 8er Löcher habe ich hier in die Wand gemacht und einmal, ja, das Loch in die Wand gebohrt. Staubsauger ist hier immer ganz praktisch, hat man nicht so viel Dreck in der Wohnung danach, saugt schön den Staub gleich schön weg. Und dann, ja, in den 8er Loch machen sich 8er Dübel immer am besten, ne? Die einmal eingesteckt und eingeschlagen, dass die auch schön plan mit der Wand sind. Und dann die Leiste, die wir ja eben schon vorgebohrt und gesenkt haben. Dort habe ich die Schrauben schon mal, ja, so weit reingesteckt, bis sie hinten so ein paar Millimeter rausgucken, dass ich sie in der richtigen Position bin. Und einmal schön sauber verschraubt das Ganze. Bevor ich sie ganz festschraube, immer wieder die Wasserwaage hinhalten und gucken, ob es auch wirklich 100% in der Waage ist, weil wenn der Unterbau schon schief ist, dann wird es schwierig. Ja, dann geht es weiter mit dem Vorbau. Hier sieht man wieder die Schraubzwingen und ganz wichtig beim Ausrichten der Füße mal einen Winkel ranhalten, dass man hier auch auf jeden Fall im rechten Winkel arbeitet. Und dann das Ganze einmal wieder vorbohren. Hier habe ich so einen 3 mm Bohrer für die 70er Schrauben, dass hier nichts spellt oder so. Ganz wichtig, lieber einmal mehr gebohrt und dafür ein sauberes Schraubloch. Danach wieder angesenkt das Ganze. Ja, und dann kommen die Schrauben rein. Hier auch die letzten Zentimeter schön vorsichtig schrauben, dass hier nichts spellt. Und ganz wichtig, Wasserwaage in beide Richtungen und über die Diagonale. Und wenn das alles passt, bin ich zufrieden. Ja, und jetzt sind wir noch im Vierteljahrbereich. Der hat ja noch gefehlt. Den habe ich jetzt hier angefangen aufzubauen.
und einmal mit den Beinen und den Streben versehen. Und auch das Eck, was wir gerade gesehen haben, wie ich es gebaut habe. Da sind noch die Zwischenstreben mit Winkeln eben reingekommen. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und hier im hinteren Bereich, also an der Wand, dort habe ich auch nochmal ein Brett eben eingesetzt, eingelegt, dass ich hier nochmal Ablagefläche habe. Ja, das war's zum Unterbau. Ich weiß nicht, was ich noch großartig zu sagen soll. Wenn eure Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was, ne, wie immer, unten in die Kommentarbox. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in 2 Wochen. Schauen wir mal, was es da gibt und dann sehen wir weiter. Also bis dahin, schönes Wochenende noch oder schöne Woche, schönen Abend, wann auch immer ihr das schaut. Tschüss und bye bye.